Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu diesem dritten Video zur Industrialisierung und der sozialen Frage. Welches waren die wichtigsten Aspekte und die bedeutendsten Folgen der ersten industriellen Revolution in Großbritannien? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Die Antworten habe ich in diese vier Abschnitte hier unterteilt, die auch den Inhalt des Videos ausmachen. Der industriellen Revolution gingen Veränderungen in Wissenschaft und Mentalität voraus. Die Medizin und die Hygiene verbesserte sich in Großbritannien ab dem 17. Jahrhundert. Es kam deswegen zu weniger schweren Epidemien. Weniger Leute starben und die durchschnittliche Lebenserwartung erhöhte sich. Damit wuchs auch die Bevölkerung insgesamt, was zu einem gesteigerten Nachfrage führte. Mit der Aufklärung verbreitete sich auch das Wissen. 1662 wurde die English Royal Society gegründet, welche sich ganz den Wissenschaften und der Technik zuwandte. Über sogenannte Mechanic Colleges wurde das Wissen weiter verbreitet, sodass gelegentlich sogar von einer Wissensrevolution vor der industriellen Revolution gesprochen wird. Genauso bedeutsam war aber auch der dritte Aspekt, der Mentalitätswandel. Die britische Gesellschaft wurde durchlässiger. Auf- und Abstieg wurde somit relativ leicht möglich und sie wandelte sich zu einer Konsumgesellschaft. Adel und immer mehr auch die oberen Mittelschicht konsumierten die Güter, welche aus den Kolonien importiert wurden. Im ersten Sektor, das heißt in der Landwirtschaft und dem Bergbau, waren die Veränderungen so groß, dass in der älteren Forschung galt das Übertreiben von einer Agrarrevolution zwischen 1760 und 1815 gesprochen wurde. Aber in der Tat waren die Veränderungen beachtlich. Besonders mit dem Norfolk-System wurde die Dreifelderwirtschaft grundlegend verbessert. Dabei wurde nicht mehr länger im Jahreswechsel zwischen Sommergetreide, Wintergetreide und unbebautem Land abgewechselt. Stattdessen baute man jährlich abwechselnd Getreide, also zum Beispiel Weizen, danach Rüben, anschließend Gerste und im vierten Jahr eine Futterpflanze, zum Beispiel Klee an. Damit war es nicht länger nötig, ein Drittel der Felder unbebaut, also brach liegen zu lassen. Und außerdem stand damit im Winter genügend Futter für das Vieh zur Verfügung, womit sich die Wintersterblichkeit der Nutztiere reduzierte. Neben dem Norfolk-System waren sicherlich die Erfindung der Saatmaschine, der Dreschmaschine durch Andrew Mikley sowie die verbesserte Vieh- und Tierzucht, besonders durch Bakewell, bedeutsame Neuerungen. Sie alle verbesserten die landwirtschaftlichen Erträge beachtlich. Mit dem Enclosure Act, dem Einzäunungsgesetz, erlaubte es die britische Regierung, bislang vom Dorf gemeinschaftlich bebautes Land, die sogenannte Allmend, zu verkaufen. Es entstanden damit größere landwirtschaftliche Betriebe, auf denen sich der Einsatz von Maschinen auch wirklich lohnte. Im Bergbau führten vor allem die Erfindungen von Abraham Derby und Henry Colt zur Verbesserung. Der erste verwendete 1709 erstmals Steinkohle zur Eisenherstellung und verbesserte damit die Eisenqualität beachtlich. Der zweite entwickelte das Paddelverfahren, mit dem Roheisen günstig und in Massen zu Stahl veredelt werden konnte. Es waren deswegen auch Stahl gemeinsam mit Kohle, welche zum Universalbau- und Nutzmaterial der ersten industriellen Revolution wurden. Eingesetzt wurden diese Materialien beispielsweise in der Industrie, wobei die Textilindustrie als Leitsektor dieser frühen ersten industriellen Revolution fungierte. Und hier wurden auch einige der bedeutsamsten Erfindungen gemacht. Wie ihr sicherlich wisst, wird der Rohstoff Baumwolle zu einem Faden oder zu Garn gesponnen. Und diese Fäden müssen anschließend verwoben werden, womit ein Gewebe, zum Beispiel ein Stück Stoff, entsteht. Bereits 1733 entwickelte John Kay das Flying Shuttle, also auf Deutsch das fliegende Schiffchen, und erhöhte damit die Produktion der Webstühle drastisch. Nun stand aber zu wenig Garn zur Verfügung, weil die traditionellen Spinnräder mit der Produktion schlicht nicht nachkamen. Erst 30 Jahre später entwickelte James Hargreaves die berühmte Spinning Jenny, welche die Garnproduktion steigerte. Richard Arkwright baute die Waterframe, eine Spinnmaschine mit Wasserantrieb. Und Samuel Crompton vereinigte diese zwei Erfindungen 1779 zur Spinning Mule, welche bis zu 1000 Fäden gleichzeitig spinnen konnte, womit wiederum ein Überschuss an Garn produziert wurde. Nicht wenig Einige Historiker übrigens lassen die erste industrielle Revolution mit diesen drei Erfindungen beginnen. Mit dem Output der Spinning Mule waren die Weber wiederum überfordert. Das fliegende Schiffchen reichte nicht mehr. Edmund Cartwright baute deswegen 1784 die Powerloom, die erste mit Dampf angetriebene Webmaschine, welche teilweise sogar automatisch arbeitete. Und diese Maschinen verbreiteten sich in Großbritannien so, dass bereits 1790
150 große Industriespinnereien, sogenannte Milltowns, existieren. Manchester, heute eher bekannt für seinen Fußballclub, wurde zum Zentrum der Textilindustrie und erhielt im 19. Jahrhundert den Spitznamen Cottonopolis, auf Deutsch Baumwollstadt. Eine, wenn nicht sogar die folgenreichste Erfindung der ersten industriellen Revolution seht ihr hier, die Dampfmaschine. Sie wurde bereits 1709 von Thomas Newcomen entwickelt, war aber zunächst nur zur Entwässerung von Grubenschächten im Einsatz. Erst die Verbesserung durch James Watt von 1769 machte sie effizient und universell einsetzbar. Sie wurde damit zum Motor und gleichzeitig zum Markenzeichen der ersten industriellen Revolution. Verwendet wurde sie beispielsweise hier, in der Eisenbahn. George Stephenson baute mit seinem Sohn Robert die erste zuverlässig funktionierende Eisenbahn in den 1820er Jahren. Ihre Rocket läutete eine neue Ära ein. Die Nachfrage nach Eisen, Stahl und Kohle explodierte förmlich. Innerhalb von 30 Jahren wurden 6000 Meilen Schienen verlegt. Damit man den Fahrplan der Züge aufeinander abstimmen konnte, benötigte man eine genaue Zeitangabe. Die Greenwich Mean Time, welche zur ersten Weltzeit werden soll, entstand. Gebäude, Gemälde und Literatur griffen die Eisenbahn auf. Beispielsweise, wenn ihr einmal Gerhard Hauptmanns novellistische Studie Bahnwärter Thiel lest, erfährt ihr, was für ein Segen und Fluch die Eisenbahn gleichzeitig war. Stephensons Rocket wurde übrigens auch auf der 1830 neu eröffneten Eisenbahnstrecke zwischen Manchester und der Hafenstadt Liverpool eingesetzt. Mit ihr wurde die per Schiff angelieferte Rohbaumwolle schnell vom Hafen in die Baumwollstadt transportiert und fertige Tücher und Kleider rasch, massenhaft und günstig nach Liverpool geschafft. Bei den Folgen möchte ich mich auf die allerwichtigsten beschränken, da noch ein Video kommen wird, welches detailliert auf die Folgen eingeht. Dennoch muss erwähnt werden, dass Großbritannien dank der ersten industriellen Revolution zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 avancierte. Bereits 1820 produzierte Großbritannien so viel Roheisen wie das restliche Europa gemeinsam. 1850 verarbeitete es auch mehr Baumwolle als das ganze restliche Europa gemeinsam. Und ebenfalls um 1850 war Großbritannien der erste industrialisierte Staat der Welt, da über 50% der Wirtschaftsleistung aus der Industrie stammte. Die Entwicklung führte zu einer immensen Binnenmigration. Die Leute wanderten zu den großen Wirtschaftszentren. Manchester, Liverpool und andere Städte wuchsen wie nie zuvor. London wurde im 19. Jahrhundert zur größten Stadt der Welt. Die Migration und Urbanisierung führte zu extremen sozialen Missständen. Die soziale Frage wurde geradezu akut. Großbritanniens relativer Niedergang fing allerdings bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Obwohl es immer produktiver wurde, wuchsen andere Staaten, allen voran die USA und Deutschland, noch schneller. Diese werden Großbritannien anfangs des 20. Jahrhunderts ein- und überholen.